Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht's weiter in der Go-Kampfliga. Ich habe jetzt mal zwei Sets gespielt. Eins war 2 zu 3 und das ist jetzt 3 zu 2 ausgegangen. Da hole ich mir jetzt die Belohnung ab. Mal sehen, was da rauskommt. Meditales. Okay, gibt's wenigstens ein XL-Bonbon. Nimm auch noch so Bonbons mit. Ja, halt doch mal still. Naja, okay. Na, ein bisschen besser werfen könnte man schon noch. Da wäre einfach fabelhaft vielleicht sogar einfach. Aber so wie es aussieht, willst du ja eh nicht drinnen bleiben. Na gut, dann nehme ich halt einen Hyperball. So, jetzt aber. Einfach fabelhaft. Schön. Jetzt musst du aber drinnen bleiben, damit ich die 1000 Erfahrungspunkte bekomme. Bitte. Danke. Sehr schön. Güti, 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 güti. Nö, brauchen wir nicht. Zu stark, zu gut. So, hey, insgesamt 2 XL-Bonbons, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, erst Halbzeit von Rang 16. Ich habe einfach keine Zeit zum Spielen. Also zum Go-Kampfliga-Spielen. Ich spiele sehr viel Pokémon Go, aber halt leider nicht in diesem Bereich. So, machen wir weiter. Mhm, der Mix. Was der wohl einsetzen wird. Mewtwo, okay, hatte ich vorhin auch schon mal. Also wenn ich Mewtwo hätte, würde ich jede Attacke von Sumpex schilden. Deswegen kann ich auch gleich auf Aquahaubitze bleiben. Ich gehe immer vom Psychostoß aus, was ziemlich heftig ist. So, 50% Schaden ist schon übel. Und die Aquahaubitze wird geschildert. Bin gespannt auf die nächste. Weil, also, Mewtwo, wenn der eine Aquahaubitze abbekommt, ist der eigentlich schon fast fertig. Danach kann man ihn runterfarmen. Er macht's wieder, okay. Schild. Den Psychostoß möchte ich trotzdem nicht abbekommen. Ich hatte vorhin einen Gegner, der hat danach dann Impoleon eingesetzt. Und das Impoleon hat dann ein Erdbeben abbekommen und er hat nicht geschildert. Er hatte nämlich auch ein Schild übrig. Das war fatal. Danach ist er dann rausgegangen, weil er gemerkt hat, oh, das Impoleon war dann sofort besiegt. Das war übel. So, also Togekiss hier. Noch eine Aquahaubitze. Schild, oder? Jawohl. Habe ich mir doch gedacht. Ja, ich kann Alola Slimog dann einsetzen, wenn ich dann soweit bin. Jetzt zum Beispiel. Und dann wechselst du raus. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Noch setzt er erstmal seine Ladeattacke ein. Ist auch okay. Aeroass. Ja, Wechsel auf Sumpex. Ja, muss ich raus. Wegen dem Erdbeben. Das wird aber noch kein Erdbeben sein. Hätte ich ihm aber empfohlen. So oder so. Weil gegen Giratina sollte man auf jeden Fall Erdbeben einsetzen. Ich weiß nur nicht, ob in einem Null-Schild-Szenario ein Giratina denn auch wirklich gut gewinnen kann gegen einen Sumpex, wenn es immer Erdbeben einsetzt. Also jetzt kommt bestimmt Erdbeben. Das überlebe ich aber noch. Jawohl. Aber danach braucht er mindestens eine Aquahaubitze. Ich glaube, da reicht jetzt eine Aquahaubitze. Schade. Das heißt, Giratina gewinnt hier nicht. Finde ich jetzt nicht so toll. Na gut, dann direkt Finsteraura. Damit das Sumpex sofort weg ist. Und jetzt kommt es dann drauf an. Achso, du hast ja dann noch Togekiss. Und ich habe aber nicht mehr so viel Energie. Komm, 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 komm! Ja! Okay, dann müsste das jetzt mein Sieg sein. Oh, das war aber... Das war jetzt aber schon eng. Ich weiß nicht, wie schnell Togekiss jetzt noch gebraucht hätte, um die Attacke auszuführen. Dann hätte ich nämlich jetzt verloren. Also da kam es jetzt wirklich auf die letzte Attacke an. Okay. Nächster Kampf.
Warum schmeißt du mich raus? Oh, das Spiel mag mich manchmal echt nicht. So. Nächster Gegner. Sumpex gegen Simsala. Okay. Ich würde sagen, das ist easy. Einfach. Sehr einfach. Also Simsala hält nichts aus. Ich denke, du wirst auf jeden Fall schilden. Okay, du schildest nicht. Das war fatal. Da farm ich dich einfach runter. Werde die Attacke einfach mal schilden, weil... Ja, Simsala hat schon einen guten Angriffswert. Aber es ist nur ein Feuerschlag. Oh Mann, ist das übel. Damit habe ich nicht mal gerechnet, dass du Feuerschlag da drauf hast. So, Simsala ist besiegt. Nächstes Pokémon. Natürlich kommt jetzt ein Bisaflor, das effektiv ist. Und ich wechsle raus und er wechselt wieder raus. Ja, das ist echt übel. Also Lapras hat er noch. Also Bisaflor und Lapras. Okay. Keine Ahnung, wer hier jetzt am besten abschneiden wird. Lapras oder Alola Slimog. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt hier nicht mit Giratina kämpfen wollen. Und mit Zumpex eigentlich auch nicht. Von daher passt mir das eigentlich. Ich schilde mal, es wird ein Surfer sein, ne? Ja, es ist ein Surfer. Das nächste Finsteraura. Geht so. Geht so. Eventuell macht der Surfer mich jetzt schon platt. Eisstrahl. Ja, okay, noch schlimmer. Zumpex hätte jetzt Energie drauf, also direkt auf Aquahaubitze. Dann ist das Lapras hoffentlich weg. Ja. Okay. Und da kommt wieder Bisaflor rein. Da wechseln wir auf Giratina. Also, dann habe ich jetzt ein Sumpex mit voller Energie in der Rückhand. Das müsste ich easy, also wirklich sehr, sehr einfach gewonnen haben. Da eigentlich kann der Gegner rausgehen. Das braucht er gar nicht mehr groß zu probieren, meiner Meinung nach. Das wird nichts, mein Lieber. Auch wenn du ein Schild hast. Am Ende haue ich einfach ein Erdbeben von Sumpex bei dir drauf. Das Einzige, was ihm hier helfen könnte, ist, dass ich zu langsam bin oder ich die Attacke nicht rechtzeitig aktiviert bekomme, wenn dann gleich, wenn dann Giratina überhaupt darum geht. Mal gucken. Du schildest jetzt. Also doch, Giratina wird auf jeden Fall down gehen. Genau, da ist das Schild. Boah, ist das eine enge Kiste hier. Genau, du besiegst mein Giratina. Ich tippe mal direkt da, wo Erdbeben ist. Nein! Okay, Aquahaubitze. Aber du hast ja gerade eben Energie ausgegeben, deswegen habe ich jetzt den Vorteil, dich hier noch platt zu machen mit einer Aquahaubitze. Vielleicht hätte ich sogar mit einer Sofortattacke geschafft, weil Zumpex hatte tatsächlich noch genügend Energie drauf gehabt, um noch zwei oder drei Sofortattacken von Bisaflor einstecken zu können. Okay. Okay. Naja, Simsala war am Start, ne? Vergesst das nicht. Simsala. Ich würde ihm empfehlen, das Simsala auszutauschen. Dann hat er bestimmt ein viel besseres Team. Xerox. Okay. Bin gespannt, ob du drin bleibst. Nein, du wechselst. Gegen Giratina. Okay. Ja, dann gehe ich auf Alola Slimog. Gerne. Kein Schild einsetzen, nein. Drachenklaue macht nicht viel. Schattenstoß macht nicht viel.
Schön, dass du jetzt endlich meine Ladeattacke auch mal ausführst. Danke. Beim nächsten Mal bitte etwas früher, wäre super. So, da wird das auch gleich geschildert. Kann ich verstehen. Ich setze immer noch kein Schild ein. Das kann ich auf jeden Fall locker noch überleben. Und ich habe dann noch genügend Energie übrig, um noch zu reagieren. Ja, ein bisschen besser war es jetzt schon von der Ladeattacke her. Genau, noch ein Schild. Und jetzt rammt er mich runter. Ja, okay. Das ist doof. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann nehme ich jetzt halt Giratina. Stecke auch die effektive Drachenklaue ein. Würde sie ja auch selber einsetzen. Aber theoretisch sollte es kein Problem sein. Muss das eigentlich immer so sein? Also ich habe das Gefühl, dass es immer so ist, dass wenn der Gegner schon einen Giratina drin hat, dass er zweimal Drachenklaue machen darf und ich komme noch nicht mal zur einer. Mann! Also jetzt erst zur einer und es wird nicht reichen. Aber jetzt müsste es mit der Sofortattacke reichen. Aber pff, immer dieses Ultra-Knappe hier. Nervig. Ja. Gib deine Energie aus, das schilde ich auf gar keinen Fall. Also das ist Quatsch. Auch wenn ich eine Attacke gerade fertig habe, aber ich habe damit überhaupt nicht mehr, eigentlich fast gar nicht mehr damit gerechnet. So, mein Lieber hat, der Liebe hat jetzt hier keine Schilde mehr. Ich setze jetzt die Aquahaubitze ein. Damit ist Sherox schon ziemlich angeschlagen. Werde jetzt einfach mal ein Schild investieren. Weil ich noch zwei habe. Ich war wieder ultra sparsam jetzt. Heißt aber auch, ich habe nicht blind geschildert, sondern ich habe doch mit Bedacht. Und es hat anscheinend immer gepasst. Das heißt, ich denke, der Kampf ist mein. Ja, zum Pex am Ende. Das ist doch gut. Also wenn jetzt noch ein Pizza-Flor gekommen wäre, dann hätte es tatsächlich sein können, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr geschafft hätte. Ja, da Schild. Eine Aquahaubitze noch. Und noch ein paar Sofortattacken, schätze ich. Dann ist das gegnerische Sumpex down. Ja, sag ich doch. Genau das meinte ich, dass er nämlich nicht mehr, dass er das noch überlebt, aber die eine Sofortattacke war dann überhaupt kein Problem mehr. Okay. Viele Kämpfe waren das jetzt? Drei? Tatsächlich, drei. Okay, weiter. Jetzt wird's erst richtig interessant, weil meistens sind es ja immer so um die drei Siege, die man macht. Und ja, jetzt kommt Rang 18. Jetzt kommt bestimmt was ganz Fieses. Sumpex gegen Gyarados. Okay, also auf jeden Fall nicht Erdbeben, ist ja klar. Also setze ich mal die Aquahaubitze einfach ein. Setzt du ein Schild ein? Nein. Was ja auch okay ist, ne? Ich brauche hier 3 bis 4 Aquahaubitzen, um den hier zu besiegen. Jetzt kommt die erste Ladeattacke von Gyarados. Ich schilde nicht. Nassschweif. Mhm. Ist halt neutral. Und den nächsten Nassschweif werde ich schon nicht mehr überleben. Das ist halt das andere Problem. Werde wahrscheinlich dann schilden bei der nächsten Attacke. Und der Server hat kurz Schluck auf. So, jetzt Schild. Kommt schon. Gib mir noch eine Aquahaubitze. Ja, das schaffe ich noch. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob du noch schilden... Ich glaube, schilden kannst du noch. Aber schildest du? Nein, er hat nicht geschildert. Nee, er hat... Ach nee, er hat noch... Beide Schilde hat er noch. Schade, hier hätte ich jetzt gerne ein Erdbeben eingesetzt. Ich gehe auf Alolas Leimog und gehe auf die Finsteraura. Du wechselst, dann wechsle ich auch und das war falsch. Gott.
Das war jetzt fatal. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du ein Charm-Pokémon gegen ein Alola Slimog tauscht. Das ist doch Quatsch. Ach Mann. Das ist doch Ultra-Quatsch. Tja, dann muss ich jetzt alles mit Alola Slimog machen. Okay, mal gucken. Ich sag ja, jetzt wird's spannend. Du hast zwei Schilde. Wie soll ich denn das schaffen? Knirscher. Ja, das hätte ich nicht mal schilden müssen, ey. Granbull ist jetzt aber auch nicht das häufigste Pokémon, das ich hier antreffe. Ärgerlich. Jetzt kommt bestimmt kein Knirscher, oder? Doch. Oh je. Und der Wechsel auf Empoleon. Ja, konnte nicht reagieren, aber ja, nee, das passt nicht. War irgendwie klar. Sag ich ja. Und ich denke, der nächste Kampf wird so ähnlich aussehen. Wie kann das sein? Was wäre gewesen, wenn ich nicht gewechselt hätte? Er hat ja immer noch zwei Schilde übrig gehabt. So, was kommt jetzt? Empoleon am Start, okay. Direkt Erdbeben, definitiv. Manche Leute denken da nicht so dran. Und jetzt bin ich bereit, aber er ist auch bereit. Komm, Schild. Oh, Bohrschnabel. Nee. Und er wechselt auf ein Bisaflor. Toll. Schön, dass man hier immer, während man die eine Attacke... wenn der eine die Ladeattacke ausführt und der andere die Ladeattacke noch nicht registriert hat, dass er dann einfach auswechseln kann. Das finde ich halt nicht in Ordnung. Ich hätte es jetzt schöner gefunden, wenn er jetzt hätte nicht wechseln können, sondern erst warten muss, bis meine Ladeattacke auch draus ist. Ja, jetzt reicht aber eine Finsteraura, jetzt brauche ich keine Matschbombe mehr. Schlammwoge. Kein Schild. Matschbombe. Okay, ja genau, Matschbombe von dieser Flora kommt, aber ich habe keine Matschbombe drauf. So, jetzt die Finsteraura. Wenn du nicht schildest, ist dein dieser Flora jetzt weg. Genau. Und Empoleon kommt wieder rein. Genau, da würde ich sowieso Finsteraura einsetzen. Ja, da ist Alola Slimog aber auch gleich wieder kaputt. Weg vom Fenster. Und ein Schild, okay. So, jetzt ist die große Frage. Trotzdem Sumpex? Ja, komm. Ich versuch's. Wechsel, Giratina. Wechsel, Giratina. Konnte ich wenigstens Sumpex ein kleines bisschen aufladen? Ich versuche, das Schild zu behalten. Damit ich vielleicht gegen Empoleon zur Not dann noch schilden kann. Ich habe da, glaube ich, ziemlich wenig Energie drauf. Das kann man ja sehen. Oh, Server, komm schon. Ja, sehr wenig Energie drauf. Nein, nicht chillen. Bitte überlebe es. Und wenn es nur eine KP ist. Nein. Ach, Menno. Jetzt bin ich schon auf der Aquahaubitze draufgegangen. Das wird nicht reichen. Das, ja, überlebt es natürlich. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und tschüss, beide weg. Ach, Mann. Und ich hatte noch ein Schild. Und da hinten wäre noch ein Empoleon drin gewesen. Ich sag ja. Es war so klar. Selbst wenn ich es nicht gesagt hätte, es wäre trotzdem gekommen. So, nächstes Pokémon. Quabbel. Okay. Nur ein paar Bonbons mit. Ist ja kein Pokémon, das es so häufig gibt. Na, das hätte man aber besser treffen können. Ach ja.
So, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wahrscheinlich mit der Meisterliga, Meisterliga Classic oder Retro Cup. Mal sehen. Der Retro Cup könnte vielleicht ein interessanter Cup werden. Mal sehen. Vielleicht sehen wir uns aber auch nochmal mit der Hyperliga. Ich weiß es nicht. Das kommt immer drauf an, was denn so los ist. So, hier nochmal die Statistik. Könnt ihr euch nochmal anschauen. 220 Kämpfe, 128 Siege. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!